Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind zurück auf dem Schrottplatz und zwar mit Jane. Und ich habe es schon gehört, wir haben korrupte Interventionen. Oh, eine Krankenschwester. Sally. Okay. Okay, sie hat auch direkt den ersten getroffen. Fürchte, das zeigt mir jetzt schon, dass sie gut ist. Was auf den Rängen ja an sich auch nicht verwunderlich ist. Ich hier immer noch da im roten Bereich rum. Ja. Ist der Generator denn frei? Der ist frei. Ist hier noch ein Totem? Okay, wir fangen mal an zu arbeiten. Ich habe übrigens folgende Talente dabei. Selbstfürsorge, es ist irgendwie selbstredend. Flink, selbstsicher, das ist das unten. Das heißt, wenn ein Generator angeht, hinterlasse ich für 10 Sekunden keine Kratzspuren. Und eiserner Wille. Nur auf Stufe 1, das ist jetzt noch nicht wirklich perfekt. Eiserner Wille sorgt dafür, dass du, wenn du verletzt bist, leiser bist. Wenn du Eiserner Wille auf 3 hast, bist du komplett lautlos. Eiserner Wille auf 1 verringert deine Lautstärke einfach nur. Weil Jane ist wirklich laut. Wirklich. Ich glaube, die Krankenschwester ist zum Haken zurückgegangen. Es kann natürlich sein, dass die Krankenschwester ihr eigenes Talent Ruf einer Krankenschwester dabei hat. Wo sie uns quasi sieht, wenn wir uns heilen in einem gewissen Radius. Im Kreis, besser gesagt. Ja, der erste Gen ist gleich an. Aber es ist auch gleich die zweite Person am Haken. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich habe jetzt natürlich das Selbstsicher ein bisschen verschwendet. Indem ich erstmal langsam aus der Werkstatt raus musste. Hier, da ist schon wer. Gehen wir an den Generator. Muss ja vorwärts kommen. Lydia, heilst du die andere gar nicht? Schade. Oh, sie hatte Seeschrankheilung dabei. Das ging sehr schnell. Ja, folge du mal der Claudette. Oh, sie kommt doch nicht durch. Naja, dort wollte ich doch dran. Oh, natürlich. Natürlich hat sie die ansteckende Angst dabei. Ich habe nicht nach hinten geguckt. Also ich hab eiserne Wille dabei, aber ihr hört, Jane ist immer noch sehr laut. Warte noch mit dem Heilen, bis sie ein bisschen weg ist. Ich erwarte Hilfe einer Krankenschwester. Denn wenn ich hochgeheilt bin, kann ich auch retten. Schon. Aber... Nein! I knew it was confirmed und ich
Renn in eine Sackgasse. Los, Leute, wir dürfen das jetzt hier nicht irgendwie vermasseln. Es fing so gut an. Ja, sie hat dich nicht gesehen. Jetzt hat sie dich wahrscheinlich gesehen wegen deinen Kratzspuren. Juli, ich bin noch nicht so weit. Ich hab's mich auf. Nee, ja, das bringt doch nichts. Das war viel zu nah am Haken. Wow. 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 Heilst du mich jetzt bitte? Danke. Okay, ein Generator noch. Ich habe halt jetzt wieder selbstsicher verschwendet. Ihr seht das unten. Ich hätte 10 Sekunden rennen können, ohne Kratzspuren zu hinterlassen. Lass ich mal kurz in die Kiste. Vielleicht gibt es noch einen Werkzeugkoffer. Grün oder einen lilanen oder so? Einen braun. Okay, besser als nix. Das ist nur die Frage. Oh, ich möchte da hinten, wo wir gestartet sind. Hinter dem Auto. Ja. Oh, der ist sogar schon relativ weit. Und jetzt Adrenalin. Oh, schade. Ich bin die, die immer zum Tor geht. Oh, aber ich glaube, die andere hatte Adrenalin. Frage ist, zu welchem Ausgang geht's jetzt? Hat sie aufgemacht? Nö, die andere ist einfach rausgegangen. Man weiß jetzt auch nicht, hat die Krankenschwester nö. So, wenn die anderen hierher kommen, kann ich gern nochmal einen tanken gehen. Aber. You know me? Ich höre sie auch nicht. Okay, die Verletzte ist raus. Was macht er dir das andere? Hallo? Komm! Komm schnell! Juhu! Okay, dann gehe ich jetzt raus, weil sie ist safe. Wenn sie jetzt nicht rausgeht, dann ist es Pech. Sie war safe auf jeden Fall. Juhu! Wir sind rausgekommen! Ihr habt die wenigsten Punkte! Juhu! Ich habe auch wieder nicht so wirklich was gemacht. Ich habe am Anfang den ersten Gennern gemacht. Ich war am letzten dran. Zwischendurch hing ich und ja, okay. Egal, wir sind raus. Das ist das, was zählt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns sehr gern bei der nächsten Folge DBD hier auf meinem Kanal wieder. Macht's gut. Bis dahin.